Handschellen, Gasmasken und andere Utensilien. Das sind die grausigen Beweismittel im Prozess des Silvio S. Diese Gegenstände wurden in der Wohnung des 33-Jährigen und in seinem Auto gefunden. Hierbei handelt es sich um Gegenstände wie Fesselungsmaterial, wie Gegenstände für die zwangsweise Öffnung von einem Mund, Betäubungsmittel und dergleichen. Silvio S., der für den Missbrauch und den Tod von zwei Kindern angeklagt ist, stand am Montagmorgen erneut vor Gericht. Die Strafkammer hat in der heutigen Hauptverhandlung die Polizeibeamten vernommen als Zeugen, die den Angeklagten festgenommen haben. Zugleich auch die Beamten, die die Gegenstände, die man bei dem Angeklagten in seiner Wohnung, seiner Dacia und seinem Auto gefunden hat, beschrieben haben. Zu den Beweismitteln und deren Verwendung schwieg der Angeklagte.